Jens Schmidt. Ich zeige euch heute, wie die elektrische Heckklappe und die elektrische Kontrollklappe funktioniert. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt das Ganze über den Schlüssel in Verbindung mit der passenden Taste öffnen, mit dem Fuß und nachher natürlich mit den Händen. Funktioniert wie folgt. Einmal anklicken und die Heckklappe fährt hoch. Genauso funktioniert es mit erneutem Drücken der Taste, dass sie runterfährt. Dann die klassische Öffnung über den Taster, der sich mittig der Heckklappe befindet, oberhalb des Kennzeichens. Oder über den Taster oben an der Heckklappe, über den wir auch den Höhenanschlag der Heckklappe einstellen können. Als letzte Variante die des Fußes, die noch sehr schön ist, vor allem wenn man die Hände voll hat mit irgendwelchen Einkäufen oder sonstiges. Einmal durchwischen, Schritt zurück, schon fährt die Heckklappe hoch und es funktioniert auch genauso andersrum. Schon ist sie wieder zu. Jetzt würde ich euch gerne noch den Höheneinstellmechanismus zeigen, damit ihr in der Garage nicht unter das Garagentor oder das Dach fahrt oder wie auch immer. In dem Moment, wo das Fahrzeug komplett geöffnet ist, habt ihr hier die Taste. Ihr drückt darauf, drückt bitte erneut, dann gedrückt halten, bis das Klingelzeichen ertönt und somit fährt die Heckklappe auch nur bis zu dieser Position auf. Das heißt, so zu, wieder getippt, egal in welcher Variante ich die vorher gezeigt hatte, und er fährt dann auch nur bis dorthin auf. Das war es jetzt erstmal zu dem Thema allgemein auch von mir. Ich wünsche euch erstmal eine gute Zeit. Bitte liken, teilen, abonnieren das Ganze. Wir würden uns freuen. Danke.